Ja, hallo, mein Name ist Josef Weißenböck, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für den Tag der Lehre 2018 zum Thema problembasiertes Lernen. Wir sind wieder in unserer traditionellen Vorberichterstattung zum Event, wo wir spannende Beitragende kurz interviewen, was wir von ihren Beiträgen zu erwarten haben. Ja, und da haben wir heute einen Gast aus Karlsruhe bei uns mit einem sehr spannenden Beitrag. Ja, darf Sie bitten, sich kurz vorzustellen? Ja, auch hallo und schöne Grüße nach St. Pölten. Ja, mein Name ist Manfred Daniel. Ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Standort Karlsruhe und hier in der Funktion als Studiengangsleiter für die Lehre natürlich, die ich selbst durchführe, aber auch für die Organisation der Lehre. Organisation von Dozenten, Betreuung der Dozierenden, Qualitätssicherung. Eigentlich bin ich gelernter Informatiker der allerersten Generation, habe mich aber so im Lauf der Biografie in andere Richtungen auch bewegt. Vielen Dank. Ich darf einleitend gleich eine vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Frage stellen. Aus Ihrer Erfahrung mit bisherigen Lehrveranstaltungen mit einem problembasierten Design, was müsste man denn aus Ihrer Erfahrung, Ihrer Wahrnehmung machen, damit so ein Ansatz problembasiert mit Studierenden arbeiten garantiert schief geht? Ja, muss ich natürlich kurz nachdenken. Ich denke, was zum Schiefgehen führen kann, ist definitiv, wenn Sie keine klare Problemstellung geben. Die muss so klar wie möglich sein. Die Bedingungen zur Lösung müssen so klar wie möglich sein, also zeitliche Bedingungen, Recherchebedingungen, auch Prüfungsbedingungen müssen den Studierenden klar sein, sonst geht die Sache schief. Sie haben im Grunde schon meine Ja. Anschlussfrage jetzt hier auch überzeugend beantwortet, wo wir bewusst fahnden nach ganz, ganz wesentlichen Gelingensbedingungen für problembasiertes Lernen. Ist da noch was zu ergänzen aus Ihrer Sicht? Ich überlege gerade, ja, ich habe das natürlich jetzt durchaus schon in die positive Richtung formuliert. Also zu erläutern wäre noch, dass unsere Erfahrung ist, dass man auf die Tutoren, die Dozenten nicht ganz verzichten kann, wie das ja vielleicht in manchen Ansätzen angedacht ist. Also wir haben die Erfahrung, dass ein Coaching durchaus von den Studenten gutiert wird und in vielen Fällen auch notwendig ist. Also die Begleitung Die der Begleitung, Studierenden im Rahmen solcher ja. Projekte. Damit kommen wir ohnehin schon zu Ihrer konkreten Einreichung, zu unserem Tag der Lehre. Ganz am Anfang Ihres Beitrags steht so das Codewort Smile. Da hat man gleich einmal eine positive Emotion gegenüber Genau. dem Projekt und dem Beitrag. Ja, vielleicht können Sie für unsere Teilnehmer am Tag der Lehre kurz skizzieren, was wird Sie in Ihrer Präsentation am 18. Oktober erwarten? Ja, wir werden unser Smile-Modell vorstellen. Natürlich auch das Rätsel lösen, woher der Begriff Smile kommt. Das ist einfach ein sehr nettes, wie Sie schon sagen, ein sehr nettes Akronym, was aber in der Langform sehr genau schon sagt, was wir da machen. Smile steht für Studierende als Multiplikatoren für innovative und digitale Lehre. So, also müssen wir uns gar nicht groß verbiegen, um auf Smile zu kommen. Das trifft es recht gut. Also es ist so, dass wir in einer Lehrveranstaltungskombination aus Seminar und Projekt unsere Studierenden zunächst mal, und zwar es sind Studierende der Wirtschaftsinformatik, das muss man wissen, die also ein entsprechendes Vorwissen, eine gewisse Computeraffinität mitbringen, auch durchaus Erfahrung in Beratung von Kunden haben, weil sie bei uns im dualen Modell
ja, zur Hälfte ihrer Studienzeit in Betrieben sind und dort auch schon in Beratungsprojekte mitgenommen werden. Also diese Kompetenzen sind da, auf denen können wir aufbauen und wir upgraden sie sozusagen mit hochschuldidaktischem und mediendidaktischem Wissen. Das ist die erste Phase. Das läuft schon sehr problem- oder auch projektbasiert. Und in der zweiten Phase, also in der Projektphase, werden dann kleine Teams gebildet und diese Teams beraten einzelne Lehrende bei der Digitalisierung ihrer Lehrveranstaltung, was immer das sein mag. Ja, Und sehr, genau, sehr. und diesen Ansatz, den werden wir in dieser Form vorstellen, und dann von den Erfahrungen berichten. Ja, das ist eben kein Modell. Es ist zwar ein sehr schön rundes Modell im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir so ein schönes Zyklusbild haben, aber das ist ja auch schon 3 Jahre lang gelaufen, sprich 3 Zyklen. Und von daher können wir auch einiges an Erfahrung weitergeben. Darf ich vielleicht noch fragen, weil das traditionell natürlich von großem Interesse für die Teilnehmenden, für die Zuhörerinnen ist. Was haben Sie in diesen 3 Durchläufen so als die vielleicht größte Herausforderung im Rahmen von dem Ansatz erlebt? Die größte Herausforderung. Ja, es sind eigentlich viele kleine, sage ich mal. Ja, es sind viele kleine. Der Punkt ist einfach auch der, es liegt eigentlich schon eine 10-jährige Erfahrung im Vorfeld. Und das Smile in der jetzigen Form nimmt natürlich die ganzen Erfahrungen und die Lernerfahrung der 10 Jahre auf und packt das nochmal in ein schön rundes Konzept, auch mit durchaus vielen neuen Ideen. Also eigentlich, wo wir bis heute so ein bisschen rumdoktern, ist das, was ich auch in den Gelingensbedingungen genannt habe, eine saubere, klare Informationsgrundlage für die Studierenden zu schaffen. Da klagen sie heute immer noch, oh, da hakt es doch noch was in der Organisation. Es ist einfach auch ein sehr vielfältiges Projekt, wo einfach auch die Organisationsanforderungen an uns als Coaches, also wir machen das im Team-Teaching, auch hoch sind, ja, wo wir uns auch untereinander sehr gut abstimmen müssen. Ja, also die ganz große, ja, die habe ich vielleicht nicht mehr so vor Augen, wie gesagt, weil diese lange Erfahrung da ist, ja. Ja, na jedenfalls eine hochspannende Sache, von der Sie da berichten werden am 18. Oktober. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick in das, was wir erwarten dürfen. Ja, ich darf an der Stelle wie immer zum Schluss noch meinen Rundruf starten. Anmeldung ist noch möglich zum Tag der Lehre, kostenlos, 18. Oktober. Ja, auch heuer wieder, wie man hört, sehr spannende internationale Gäste dabei. Ja, wir freuen uns wieder über ein volles Haus bei unserer Veranstaltung. Ja, vielen Dank, Herr Daniel. Ja, ich bedanke mich auch und ich freue mich auch, dann viele von den jetzigen Zuhörern und Schauern dann am 18.10. in St. Pölten wiederzusehen.